Teigwarzen, Gebärmutterhalskrebs, all das hat mit einem Virus zu tun, und zwar dem sogenannten HPV-Virus. Und was das genau ist, wie du dich infizierst, was du dagegen tun kannst und was es überhaupt mit den Feigwarzen auf sich hat, das erkläre ich dir im jetzigen Video. Mein Name ist Dr. Lise Martin, ich bin eine der Ärztinnen von Dermanostik, der digitalen Hautarztpraxis, und hier sehen wir extrem häufig Feigwarzen, medizinisch auch Condylomata acuminata, die durch HPV verursacht sein können. Starten wir aber erstmal, was bedeutet HPV? HPV ist eine Familiengruppe von einem Virus, das nennt sich Humanes Papillomavirus. Und es ist eine Familiengruppe, das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Stämme. Und da wird unterteilt in einen Niedrigrisikostamm und einen High-Risk, also Hochrisikostamm. Und da gibt es nochmal verschiedene Unterarten, beispielsweise den Typ 6, 8, 12 und so weiter. Das heißt, wenn eine Infektion vorliegt, sollte erstmal abgeklärt werden, ist das ein High-Risk-Typ oder ein Low-Risk-Typ. Und die Low-Risk-Typen verursachen eben unangenehme, aber harmlose Feigwarzen. Der High-Risk-Typ hingegen, der verursacht Gebärmutterhalskrebs, also kann es verursachen. Man muss es nicht zwingend kriegen und deswegen wird dagegen auch geimpft. Also wir wissen jetzt schon mal, es gibt den niedrigen Risikotyp, den Hochrisikotyp. So, und wie kriege ich das jetzt überhaupt? Es gibt unterschiedliche Studien und die zeigen, dass eine relativ hohe Durchseuchung da ist. Das heißt, du wirst sehr wahrscheinlich schon mal Kontakt gehabt haben und weiß es gar nicht, weil dein Immunsystem das Virus einfach bekämpft hat. Aber wenn es das nicht bekämpft, dann können eben die Feigwarzen entstehen und, wenn es ein High-Risk-Typ ist, im Verlauf gegebenenfalls sogar das, also Gebärmutterhalskrebs. Und deswegen ist die regelmäßige Vorsorgeuntersuchung, wo das Stäbchen in den Gebärmutterhals reingetan wird, wo einmal so ein Abstrich erfolgt, ganz wichtig, weil dann werden die Zellen beurteilt, damit frühzeitig eine Entartung ja detektiert werden kann. Also das heißt, die Durchseuchung ist sehr hoch. Und warum ist das jetzt so? Ja, es wird nicht über die Luft übertragen, es wird jetzt auch nicht unmittelbar durch so Flüssigkeit übertragen, aber es kann bei einer sehr hohen Konzentration und insbesondere bei direktem Körper-zu-Körper-Kontakt, Reibung, wenn jetzt die Partnerin der Partner infiziert ist und dann Geschlechtsverkehr stattfindet, dann in dem Moment kann es passieren oder auch Oralverkehr. Und dann ist der Körper mit den Erregern in Kontakt, wird infiziert, und wenn das Immunsystem nicht stark genug ist, dann bleibt der Erreger im Körper, kann zu den Veränderungen führen. Also das heißt, es gibt jetzt nicht die eine Möglichkeit, um sich komplett zu schützen, außer wenn du betroffen bist und gerade Feigwarzen hast oder wenn du andere, ja, sexuell übertragene Infektion hast, dann selbstverständlich erst behandeln lassen, mit dem Kondom schützen, wobei ganz klar, HPV-Virus ist eine der wenigen Viruserkrankungen bzw. Erkrankungen, die, wo das Kondom jetzt nicht komplett schützt, weil ich kann ja auch unabhängig vom Genital an anderen Stellen eine Infektion haben, und wenn jetzt zum Beispiel der Intimbereich aneinander reibt, dann schützt das Kondom an der anderen Stelle vielleicht nicht. Also einfach nur für dich, dass du ein Gefühl hast, das Kondom schützt vor sehr viel, ist super wichtig, würde ich immer einsetzen, wenn vorher noch nicht eine Untersuchung durchgeführt worden ist, wo man weiß, okay, ich habe nichts, meine Partnerin, mein Partner hat nichts, aber das, also HPV-Viren, das ist eben kein ultimativer Schutz durch das Kondom. Wenn du jetzt aber sowas hast, was wird dann gemacht? Das allererste ist, du kannst es lokal behandeln. Wenn du jetzt kleine Hautveränderungen siehst, häufig so warzenartig, die Feigwarzen, dann gibt es lokale Behandlungen, die sind verschreibungspflichtig, die verschreiben wir auch sehr häufig. Wir sehen auch täglich Genitalwarzen, und dann kann es zum Beispiel mit einer Lösung, mit einer Tinktur behandelt werden, und dann über einen gewissen Zeitraum hinaus verschwindet langsam die Feigwarze oder die Feigwarzen. Wenn es sehr viele sind, so richtig die ganze Oberfläche ist übersät von vielen kleinen Feigwarzen, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass das beispielsweise chirurgisch entfernt wird, also richtig so mit einer Küretage. Das ist so ein Werkzeug, ein Instrument, wo die Oberfläche abgeschabt wird, und dann wird einfach die Stelle entfernt oder die Stellen. Und das kann auch beispielsweise kauterisiert werden, wenn es blutet. Es kann auch mit der Laserbehandlung therapiert werden. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sehr individuell, wenn es im Intimbereich ist und ja, sehr viel vorhanden ist, kann es sogar auch in Narkose stattfinden. Aber für die meisten Fälle und das, was wir täglich sehen, da verschreiben wir rezeptpflichtige Wirkstoffe, die dann direkt dafür sorgen, dass Stück für Stück die Stellen wieder verschwinden. Also die gute
gute Nachricht ist, es ist behandelbar. Das Wichtige ist, dass du aufgeklärt bist, dass du wachsam bist, wenn du Veränderungen siehst. Guck dir die Oberfläche an, sind sie so warzenartig, Hautfarben, wie kleine Knötchen, dann passt es sehr gut, die Diagnose. Melde dich gerne bei uns, lass dich bei uns behandeln oder auch vor Ort. Sowohl bei der Gynäkologin als auch bei der Dermatologin ist das möglich. Und ansonsten, wenn du Fragen hast, lass das sehr gerne in den Kommentaren. Kontaktiere uns auch über Social Media, wenn dich das Thema interessiert und du mehr darüber wissen möchtest. Und für einen individuellen Fall schick uns gerne die Bilder zu, die wir entsprechend nur in unserer medizinischen Abteilung sichten werden, dich behandeln, alles TÜV-Datenschutz zertifiziert. Und ich wünsche dir in dem Fall eine gute Besserung oder auch viel Spaß beim nächsten Video.